Konnichiwa minasan, mein Name ist Kevin Capito oder Nihongo, wie ich auf YouTube heiße. Was mache ich überhaupt? Ich mache Videos über Japan auf YouTube und dabei wirklich alles. Egal ob japanische Gesellschaft, Kultur, Geschichte oder die Mythologie. Ich versuche alles zu behandeln und so viele Informationen über Japan wie möglich meinem Publikum zugänglich zu machen. Dabei ist es mir wichtig, dass wir uns nicht nur die guten Seiten Japans angucken, von denen man vor allem begeistert ist, wenn man mal einen Japan-Urlaub gemacht hat, sondern ich möchte auch Licht auf die Schattenseiten Japans werfen und mir angucken, wo läuft es nicht ganz so gut in Japan. Das sind vor allem natürlich auch Seiten, die man erst kennenlernt, wenn man hier in Japan länger lebt. Also auch von diesen Seiten Japans möchte ich euch erzählen, sodass mein Anspruch ist, Japan möglichst so darzustellen, wie es in Wirklichkeit auch ist, sodass man, wenn man die Videos sieht und dann irgendwann mal nach Japan geht, nicht total überrascht wird von den verschiedensten Kulturschocks, sondern schon relativ realitätsnahes Bild von Japan hatte und dann hier eben auch schnell sein Leben starten kann. Ich selbst habe 2019 meinen Bachelorabschluss in modernem Japan und Philosophie gemacht. Das heißt, man könnte sagen, ich bin so eine Mischung aus Japanologe und Philosoph. Den philosophischen Aspekt lasse ich natürlich auch immer wieder gerne in meine Videos mit einfließen. Besonders am Herzen liegt mir auch die japanische Mythologie, beziehungsweise zu ergründen, warum ist Japan eigentlich so geworden, wie es ist? Warum gibt es so viele Schreine und Tempel in Japan? Was ist der Shinto eigentlich? Und welche Auswirkungen hat all das auf das alltägliche Leben der Japaner? Das ist etwas, was mich vor allem in den letzten Jahren immer mehr und mehr an Japan interessiert. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Japan so voller Geheimnisse ist. Es ist aber wirklich wie in einem The Legend of Zelda Spiel, wenn man hier ist. Man geht von Schrein zu Schrein, man redet mit dem Schreinpriester, bekommt eine neue Quest sozusagen, läuft durch Straßen, findet versteckte Läden und so geht man auf seiner Reise immer weiter und lüftet vielleicht irgendwann auch mal ein kleines Geheimnis, was zuvor noch niemand gelüftet hat. Wenn ihr also mehr Videos aus Japan sehen wollt, wenn ihr Japan besser verstehen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit auf YouTube und hier unterstützen würdet. Das soll es auch schon gewesen sein. Schaut gerne auf YouTube vorbei. Da gibt es im Übrigen jeden Freitag einen Japan-Vlog. Das heißt, wir laufen einfach durch Japan, erkunden die Gegenden hier und entdecken eine Menge an interessanten Orten.